Heute steht kein Pressewagen vor der Kamera, sondern mein privater Wagen aus einem Auto-Abo. Das sage ich jetzt einfach mal so. Das Auto war 6 Monate bei mir und ist in den 6 Monaten leider nur knapp über 5000 Kilometer gelaufen. Dennoch konnte ich so ein bisschen eben die Erfahrungen sammeln. Und wir haben ja hier einen Erdgas-Seat Leon ST vor uns stehen in der FR-Line, also der sportlichsten Ausstattungslinie, die wir bekommen bei Seat. Das Modell ist natürlich auch schon nicht mehr auf dem Markt. Das ist ja jetzt das Nachfolgemodell auf dem Markt. Das heißt, ich brauche hier keine große Fahrzeugvorstellung für euch machen, sondern ich möchte euch einfach mal so ein bisschen meine Highlights hier rausräumen und auch vielleicht so ein bisschen meine Lowlights über die Zeit von 6 Monaten, 5000 Kilometer, Familienalltag, viel Kurzstrecke, auch mal, wenn Langstrecke, dann wirkliche Langstrecke, dann auch sehr schnell. Wie ist das Ganze mit dem Erdgas gelaufen? Kam ich damit zurecht? Gab es irgendwelche Probleme? Ich glaube, darum soll es heute einfach mal so ein bisschen kurz gehen. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob euch das gefällt, ob ihr mehr solche Videos haben wollt. Und aber ich würde sagen, wir schauen uns den Seat Leon jetzt einmal erstmal so ein bisschen außen an und dann sage ich vielleicht schon das ein oder andere dazu. Also viel Spaß! Ja, fangen wir an mit dem ersten Highlight und das ist definitiv für mich das Design vom Seat Leon ST. Ich finde, es ist immer noch sehr modern und der Wagen sieht wirklich immer noch klasse aus. Ob man jetzt die rote Lackierung hier in Uni mag oder nicht, darüber lässt sich sicherlich streiten. Ich denke, da gibt es noch ein paar schönere Lackierungen, wobei ich dieses Rot eigentlich gar nicht so verkehrt finde. Ich weiß nicht, seid ihr so ein bisschen Liebhaber von Farben auf dem Auto? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare, wie euch der Wagen hier in diesem Pure Rot gefällt. Also wie gesagt, die Linienführung gefällt mir sehr gut. Es ist ein sportlicher Kombi. Er will definitiv kein Kombi für Familien in dem Sinne sein. Das heißt also, er will nicht perfekt extrem viel Platz bieten. Und genau da hängt auch so ein bisschen das Thema, warum ich natürlich so ein bisschen meine Probleme mit dem Seat Leon im Alltag unter anderem auch hatte. Sehr schön finde ich immer noch diese Voll-LED-Rücklichter, die wir hier sehen. Der Seat Leon-Schriftzug, den kennen wir ja jetzt quasi auch schon von den neuen Modellen. Das ist auch mittlerweile Standard, dass man das macht bei Seat. Hier sehen wir auch das kleine TGI, also die Erdgas-Variante, dass die hier ist. Woran erkennen wir eigentlich die Erdgas-Variante? Am Exterieur, lediglich bei der FR-Line lässt sich erkennen, dass hier keine sichtbaren Auspuff-Endrohre sind, die sonst bei den FR-Modellen vorhanden sind. Beim Erdgas-Modell ist das nicht der Fall. Und kommen wir mal zum ersten kleinen Lowlight für mich. Und das ist tatsächlich der Kofferraum. Der Kofferraum ist an sich normalerweise sehr groß, bietet ja ein sehr stattliches Volumen. Bei der Erdgasversion ist das natürlich ein bisschen eingeschränkt, weil der doppelte Laderaumboden nicht nutzbar ist aufgrund des Tanks oder respektive der Tanks, die untergebracht sind. Man sieht hier hinten ja die Möglichkeit des verstellbaren Laderaumbodens, die hier aber nicht genutzt werden kann. Aber das finde ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Viel schlimmer ist, dass wir hier eine sehr niedrige Bauhöhe haben. Das heißt, da passt nicht allzu viel drunter. Ich habe jetzt im Moment Kinderwagen mit Babywanne zum Beispiel da drinnen gehabt. Da wird es echt verdammt eng, weil Kinderwagen und Babywanne, wer das schon mal verladen hat, der weiß, dass dann eigentlich quasi nichts mehr reingeht. Und das ist hier auch der Fall. Und wenn man dann verreisen möchte mit der Familie, dann ist dieser Kofferraum halt schlicht und ergreifend zu klein. Auch weil er nicht sonderlich tief ist, aufgrund der Dachschräge, die man hier hinten hat, ist der Kofferraum ja nicht sonderlich lange nutzbar. Man kann das Laderaum-Rollo dann noch ausbauen, aber dennoch ist das nicht sonderlich viel Platz, was hier noch im Kofferraum bleibt. An sich ist der Kofferraum für Singles oder mit einem Kind oder wenn man halt schlicht und ergreifend keinen Kinderwagen mehr braucht, völlig ausreichend. Wer aber hier mit Kleinkindern unterwegs ist, mit Kinderwagen und dann Gepäck, für den ist es schlicht und ergreifend zu klein.
Den 1,5 Liter TGI-Motor habe ich schätzen gelernt für seinen Verbrauch. Ich habe 3,9 Kilo Erdgas auf 100 Kilometer mit ihm verbraucht. Das sind Kraftstoffkosten von 4,40 Euro bis 4,50 Euro auf 100 Kilometern. Er hat keinen Öl getrunken. Der Motor lief soweit in Ordnung, ruhig, außer wenn man ihn ausdreht, dann wird er obenrum knurrig, entwickelt aber auch überhalb von 4.500, 5.000 Umdrehungen kaum noch Leistung und er hat so eine kleine Anfahrschwäche, so bis 1.500 Umdrehungen, da fällt er wirklich in so ein Loch, bis er dann mal rauskommt. Er macht seine Sache wirklich gut, vor allem halt einfach diese Kraftstoffkosten sind ein Thema. 130 PS entwickelt er an Leistung, 200 Newtonmeter Drehmoment, 10 Sekunden auf 100, 206 Stundenkilometer Topspeed. Es ist völlig ausreichend, braucht man nicht reden. Ich hätte mir nur tatsächlich gewünscht, dass Seat doch den größeren TGI-Motor oder Erdgasmotor bekommt, den Audi verwendet, und zwar den 170 PS Motor. Der würde dem Wagen richtig gut stehen, dann würde er auch sportlicher vorangehen und man könnte ihn sogar in die ganze SUV-Palette implementieren. Das heißt in den Tarraco oder in den Ateca, dann wäre das Ganze doch nochmal attraktiver für die Leute. Ich weiß nicht, ist das falsch gedacht von meiner Seite oder was sagt ihr? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, was ihr zum Thema Erdgas denkt. Ein echtes Lowlight ist für mich der Monitor hier. Ich habe das kleine Navigationssystem hier drinnen verbaut und es hat halt einfach ein Problem, und zwar, dass es veraltet wirkt. Die Kachelstruktur sieht ja noch ganz gut aus. Der Monitor ist sehr pixelig gehalten. Da wünscht man sich einfach eine bessere Auflösung, vor allem in einem Fahrzeug, was so bis jetzt, bis 2020 noch gebaut wurde. Naja, da ist es halt echt veraltet. Da hilft auch nicht das größere Navigationssystem. Das hat dann lediglich nur Touchflächen und ist dann auch nicht sonderlich besser. Was aber wenigstens gut ist, wir haben hier Android Auto drinnen, aber auch hier ist das Ganze einfach ein bisschen pixelig gestaltet. Das könnte definitiv besser sein. Ansonsten die Innenraumarchitektur mit diesem klassischen Klimabedienteil oder aber den Wahltasten für die Assistenzsysteme, dem Direktschalthebel oder aber den analogen Kombi-Instrument. Das würde ich gar nicht irgendwo bemängeln wollen. Im Gegenteil, das gefällt mir sehr gut, weil es einfach so intuitiv mittlerweile zu bedienen ist, weil man sich super zurechtfindet, weil alles gut ablesbar ist. Da hat Seat einfach nichts verkehrt gemacht. Sehr positiv gefallen mir auch die Sportsitze, die hier verbaut sind. Die sehen nicht nur schick aus mit dem roten Zierrad, sondern sie sind auch super bequem und auch extrem langstreckentauglich und aus dem Grund auch hier ein persönliches Highlight für mich. Am Ende eines UBI-Tested-Videos heißt es immer kaufen oder nicht kaufen. Den Seat Leon ST könnt ihr bedenkenlos in meinen Augen kaufen. Es gibt ihn ja jetzt nur noch als Gebrauchtwagen, es sei denn, ihr findet noch beim Händler einige Modelle, die er so auf Lager stehen hat oder die jetzt gerade noch geliefert wurden nach Corona. Dann ist das definitiv eine sehr, sehr gute Wahl, denn ihr bekommt einen hohen Rabatt. Ebenfalls, wenn ihr den Wagen als gebraucht kauft, dann ist der Wagen nach 2 Jahren wirklich schon sehr stark im Restwert gesunken. Da sind dann teilweise Rabatte von weit über 50% machbar, sogar 60% schon gesehen. Die Erdgasvariante kann ich jedem ans Herz legen, der sagt, er möchte ein bisschen umweltfreundlich sein und er möchte einfach seine Kosten im Griff haben. Dann ist das Ganze gut. Schaut aber vorher, ob ihr eine Erdgastankstelle in der Nähe habt, die ihr nutzen könnt, die auch regelmäßig auf euren Strecken liegt. Denn wenn ihr eine Langstrecke fahrt, dann müsst ihr auch ein bisschen wie bei einem Elektroauto planen. Schaut dann immer erst in der Erdgas-App, schaut, wo ihr langfahrt und schaut, wo ihr tanken könnt. Wenn ihr das Ganze sogar noch mit Biomethan macht, so wie ich, dann fahrt ihr wirklich sehr nachhaltig und sehr umweltfreundlich. In meinen Augen ist der Seat Leon Erdgas hier ein kleiner Geheimtipp auf dem Markt, denn er ist günstig einzukaufen und günstig zu unterhalten, bietet ordentliche Platzverhältnisse. Für eine Familie müsst ihr schauen, ob das für euch passt. Wenn ihr Kleinstkinder und Babys habt, würde ich erst einmal davon abraten. Wenn ihr größere Kinder habt, dann passt das wunderbar. Ihr müsst mit dem veralteten Mediasystem so ein bisschen klarkommen, aber Apple CarPlay oder Android Auto helfen da ganz gut drüber.
Ausstattungstechnisch, die LED-Scheinwerfer sind zwar nicht sonderlich gut, würde ich aber prinzipiell immer mitnehmen. Optik und Licht ist definitiv noch besser als bei den Halogen-Scheinwerfern. Des Weiteren Ausstattungsoptionen, ob ihr jetzt einen Style nehmt, ob ihr einen Excellence nehmt oder die FR, das müsst ihr selber entscheiden. Da will ich gar nicht reinpfuschen. Meiner Meinung nach einen Abstandsregeltempomaten solltet ihr vielleicht noch nehmen und den toten Winkelassistenten, den ich nicht habe. Ich habe aber auch keinen Lane Assist, den brauche ich aber sowieso nicht. Das heißt, das Fahrzeug wird so oder so in Kürze hier auf dem Markt sein. Das heißt also, falls ihr einen Erdgaskombi sucht, der rund 5000 Kilometer gelaufen ist in einem halben Jahr, der kommt vielleicht sogar von Ubi Tested. Schaut einfach mal rein. Ich sage vielen Dank fürs Reinschauen. Ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr das Ganze kommentiert, was ihr denkt zum Seat Leon, wie euch das Video unter anderem auch gefallen hat und was ihr vielleicht noch mehr sehen wollt hier auf dem Kanal. Dann bedanke ich mich für ein Abo und das Liken und gerne auch das Teilen und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.